Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Furuisekai. So. Wir sind jetzt im Zeitenturm gelandet, nachdem Celebi uns hierher geschickt hat. Wie seid ihr? Was wollt ihr hier? Und sollen jetzt hier wieder Team Rocket weiterhin vertreiben. Dann gehen wir dem nochmal nach. Wird unsere Pläne ruinieren? Im Grunde ja. Wieder mit Fleckneu. Die kommen auch mal mit alle mit Fleckneu an, ne? Ob der Typ uns oben immer heilt? Das gleich versuche ich gleich mal. Aua. Tja, das war Burn Body. Zack. Bam. Level 18. Nö. Das macht Blaze schön weiter. Ich warte ja immer noch darauf, dass Blaze endlich Feuerschlag lernt. Dann geht's so richtig ab. Oh, ich muss ihn mal kurz strecken. Streck. Da, 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 da. Nun bereue ich es. Oh, Blaze entwickelt sich! Yay! Ihm wird schlecht, er dreht sich im Kreis. Dun, 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 dun. Geil! Klasse, klasse, Mann. Blaze wohl zu Magma. Den Sprite werde ich dann nach der Folge hier ändern. Ach so, ist der Gott der Pokémon, wird uns beschützen. Dankeschön, er heilt uns tatsächlich. Das ist doch super. Geil, Blaze hat sich zu Magma weiterentwickelt. Da, 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 da. Hi. Dich aufhalten sollst du uns folgen. Woher kennt Meister Sebastian mich denn? Wir haben bis jetzt noch kein einziges Wort miteinander geredet. Panikorn. Ach, du bist da schon wieder. Blutattacke Blaze. Ja, Blaze rockt das jetzt hier, ne? Als Magma. Ich fand den deutschen Magma-Sound einfach geil, muss ich ehrlich sagen. So, Magma. Ich will aber, wie gesagt, der Feuerschlag auch noch besser gefallen. So. Blaze räumt hier jetzt auf Level 19. Versucht Klärsmog. Mann. Nee, nochmal Feuerschlag. So, Klärsmog, ja, hier für Rauchwolke. Panikorn. Blutattacke. Ich werde Blaze jetzt auf Level 20 bringen und danach kommt Falk wieder nach vorne. Da 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 da. Verdammt, da wird sie gestohlen. Tja, siehst du mal. Hallo. Für stark. Ja. Was der Fehler, ich sehe das gerade an den Leitern. Soll der Turm nicht nach oben fliegen und nicht nach unten? Die Leiter führt nämlich nach unten. Tschüss, Fleckneul. Da, 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 da. Da kommt noch Roduster. Oh, ein Feuerfänger. Aua. Ich hab doch Klärsmog, was mach ich denn da? Psch, neu? Tschüss. Dum, 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 dum. Jetzt sieht es für mich schwarz aus. Tja. Weg da. Daher hilft nur beten. Hallo. Armer Abt.
Du bist hier falsch. Wer sagt das? Vielleicht will ich ja genau hier hin. Panik. Schon wieder? Aber jetzt haben wir auch Copy-Paste gemacht hier, ne? Panikon. Rudox Panikon. Obwohl das eigentlich das perfekte Beispiel oder Nachspiel von den normalen Pokémon-Games ist. Weil da kriegst du auch Trainer mit so viel gleichen Pokémon. Besonders jetzt so von den Teams. Irgendwie ist die Konfusion auch falsch, ne? Das sieht aus, wenn die von mir kommt. Tschüss, Podox. Sehr schön. Level 20 für Blaze. Ja. Jetzt kann man Falk wieder ein bisschen kämpfen. Ich weiß gar nicht, wann Geronimatz sich zu... Oh, wie ist der denn nochmal? Sorry, mir fällt jetzt die Entwicklungsstufe nicht ein. Bing, Level 19. Für so Grimasse, ja, das kannst du ja stecken. Nein. Ja. Heute gehe ich wohl leer aus. Irgendwie die gleichen Sachen immer hier, ne? So, Moment. So. Hallo. Du möchtest bald ein Mozi fangen? Ja, das ist doch schön. Wieso? Jetzt sagt... Ach, nein. Check mal, okay. Warte, nein. Komm, sag nicht, du bist das mit Flammiau. Flügelschlag. Warum ist jetzt plötzlich schneller? Manchmal ist das echt verwirrend. Tschüss. Hey, hey, hey! Endstation. Da kommt Flammiau. Oh Gott, nein. Bitte kein Feuerzahn. Danke, Sinnewehre. Und ist da. Dam, 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 dam. Aua. Hey, Mann. Psch. Moin. So, tschüss. Heute gehe ich wohl leer. Ja, ich. Es wiederholt sich. Hast du deine Position jetzt verstanden? Wir können deinen Laden hier schnell wieder fackeln. Aber warum sollte ich das tun? Wer seid ihr? Was habt ihr unseren abgeschiedenen Turm verboten? Wir sind Team Rocket und haben eine sehr weite Reise auf uns genommen, hierher zu kommen. Laut eurer Information hattet ihr hier vor einiger Zeit einen Schüler. Sein Name war Leissam. Und er war als großer Erfinder bekannt. Ja, ich kenne diesen Namen und habe keinen Grund zu lügen. Aber ich enttäusche euch, er hat unseren Orden lange verlassen. Das ist uns bekannt, doch wir wissen, dass er ein Buch angefertigte, als er hier war. Er nannte es das Lumen. Das, also... Ich sage doch, wir kommen von einem weit entfernten Ort. An diesem Ort oder besser Zeitpunkt ist das Lumen längst verbrannt. Deswegen mussten wir kreativ werden, hier sind wir. Ich bin sicher, dass Leisam ihnen das Versteck des Lumen verraten hat. Ich biete Ihnen ein Geschäft an. Sie geben mir das Doom und ich versuche euch darauf, Ihren Turm niederzubrennen. Auch wenn das in vielen Jahren von alleine tut. Aber Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen Ihre Mönche sind. Sie Unmensch! Wie es aussieht, habe ich keine andere Wahl. Hier ist Blut, das für Leisam aufbewahren sollte. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Sicher, wie ich. Moment! Was ist das? In diesem Buch sind ja nur wirre Buchstaben angeordnet. Keine sinnvollen Sätze. Was ist das? Eine alte Sprache? Nein! Larsam war ein sehr vorsichtiger Mann. Er hat seine eigene Sprache erfunden, in der er seine Notizen verfasste. Ich verstehe. Er hat sein Werk also kodiert. Das Lumen allein bringt uns also nicht weiter, solange wir nicht dekodieren können. Hat dir Larsam seinen Code sicher nicht verraten. Ich warne dich, du schwindelst mich besser nicht an. Ich würde nie lügen. Ich habe das Buch noch nicht einmal geöffnet. Denn das war Larsams Wunsch. Er hat diesen Code sicher mitgenommen. Und wohin? Wir fanden nur heraus, dass er hier war. Nicht wohin er als nächstes ging. Verrat es uns, dann bist du uns los.
Ich weiß nur, dass er in einer Stadt namens Dressrosa erwähnt. Ja, Dressrosa, ne? Hallo One Piece. Er wollte die Salara-Wüste besichtigen, die daran grenzt. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als weitere Nachforschungen zu stellen. Wir haben das Loom. Jetzt müssen wir nur noch einen Schlüssel. Die Mission war ein Erfolg. Doch die Madame wird dennoch nicht zufrieden sein. Dieses Kind. Du warst bereits in Zeitenwald, verstehe. Celebi hat dich also auch in die Vergangenheit gebracht. Du musst ein starker Trainer sein, wenn du meine Leute ausschalten konntest. Oder kann es sein, dass du auch hinter den Loom her bist? Los, rede! Wer hat dich geschickt? Wirklich? Gut, wir haben keine andere als aus dir rauszupressen. Mach dir was gefasst. Okay. Sebastian. Akabaya. Flügelschlag! Was ist das für eine Musik, ey? Wurde durch mal mumifiziert. Nein! Er hat mein. Und das ist mal Traumwett sein. Verstärke ich mich jetzt erstmal. Makabaya dürfte mir nichts anhaben können. Ah, außer Dunkelnebel. Dankeschön. Dann setze ich jetzt erstmal einfach mal einen Trank ein. Meinen letzten. Er dürfte Falk nichts anhaben können. Ja, wollte gerade sagen. Alter, what? Dein Ernst, Flitiamo? Aua. Wurde Falk mumifiziert. Falk ist nicht mehr blockiert, sehr schön. Aua. Begrenzer. Naja, du musst ja keinen Flügelschlag können, von daher. Tschüss, Flitiamo. Die Musik, Alter, was ist denn da für eine bedrohliche Musik? Kramox. Blaze, du machst das jetzt. Falk ist leider ziemlich angeschlagen. Dün, 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 dün. Alter, Level 20 Kramox. Kramox sieht echt gruselig aus. Au. Alter, warum bist du jetzt plötzlich schneller? Oh oh. Das sieht übel aus. Eieieiei. Könnte sein, dass wir jetzt verlieren. Wurde verbrannt. Oh Gott, ja. So, wir haben verloren. Oh Mann, verliert gegen Team Rocket Vorstand Badassam. Zeit 320. Sag mal, das ist schon die dritte Niederlage hier. Was denn los? Och nein, oh Gott, ist das dein Ernst? Du musst den ganzen Weg hier zurücklaufen? Na wunderbar. Oh, das ist ein Scherz. Du musst den ganzen Weg dahin zurücklaufen? Nein. Ich kaufe mir jetzt Supertränke. Dun dun. Toll. Ah, dann laufen wir jetzt mal wieder ganz nach links zurück. Dun dun dun. Das ist so verwirrend, dass man den Dings ansprechen muss, die Tür. Der Schneider habe ich nicht, ich habe auch keine Stärke, um den Stein in der Vergangenheit bewegen zu können. Okay, er fängt mit Makabaya an. Makabaya könnten wir eigentlich mit Finte und Blaze ziemlich schnell rausnehmen. Flitiamo ist genau das gleiche Sache, ist genau die gleiche Sache, wenn man Dings benutzt. Ja. Flitiamo ist die gleiche Sache, wenn man mit Blaze jetzt und Finte arbeitet. Skypier City, ja, man sieht's. So sah Skypier City früher aus. Ja. Strawickel! Mir gab's damals so Strawickels und
Flabbebe. Flabbebe. Oh Gott, bin in der Sackgasse gelaufen. Mann. Dum, da, 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 da. Stimmt, hier war ja ein Item, was wir gefunden hatten. Bin unterwegs. Zack. Da, 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 da. So. Miau. Das ganze Gespräch wollen wir auch noch machen. Wie es aussieht, kämpft Angela gerade gegen einen Team Rocket-Rüpel. Kann ich das nicht vorspulen oder so? Tüdelü. Tüdelü. Entschuldigung. Wovon handeln die Lumen denn überhaupt? Tressa Rosa. Ja, ja. Ja. Können wir kämpfen? Oh ja, warte, ich geschickt. Rausbleiben, hatte ich auch was gefasst. Das ist total gefährliche Musik, ey. Natürlich. Komm zurück, Falk. Sag gerne, du bist on Blaze. Der wird ja Makabaya jetzt kaum zurückziehen. Ich meine, die haben halt. Ja, wie ich mir schon dachte. Tschüss! Fletiamo? Nö, warum? Da mache ich doch Finte. Aua. Kuss, Flame Body. Ja, natürlich wäre ein Crit, weißt du? Ach, wir haben ja Mumi. Ah, wir sind mumifiziert, stimmt ja. Geht ja gar kein Flame Body. Begrenzer. Ja. Ich glaube kaum, dass du Finte kannst. Tschüss. Yay, Level 21. Ja, schmeiß mal Krambuchs rein. Aua. Ich setze mal einen Supertrank ein. Hier, Blaze. Warum zieht denn Glut so wenig ab? Alter, echt? Flügelschlag? Ah, muss ich wieder einen Zaubertrank, Supertrank einsetzen. Aua. Tschüss. Das war Krammux.
Yeah. Du garstiges Kind. Wie? Du konntest sogar mich besiegen? Na gut, wir haben besser willkommen. Alle Rüppel herren, geordneter Rückzug. Werte Abt, ist alles in Ordnung? Wie konnte es sein? Diese Unmenschen sind hier eingedrungen, haben uns bedroht und uns bestohlen. Es tut mir leid, ich verspreche, dass sie dafür bezahlen werden. Aber könnten Sie uns bitte etwas mehr über dieses Buch berichten? Ihr habt euch für uns eingesetzt und diese Kerle in die Flucht geschlagen. Also es ist so fair. Leiser war viele Jahre bei uns. Er erleichterte unser Leben sehr, denn er war ein begabter Erfinder. Ständig hat er neue, verrückte Ideen. Diese schrieb er in dein dickes Notizbuch, das es stets bei sich trug. Als er uns verließ, wollte er es hier verwahren und irgendwann wiederkehren. Also fragt mich nicht, was da ansteht. Leider sagte nur einmal, dass er die größte Erfindung der Welt vorbereitete. Für Menschen und für die Pokémon. Für die Pokémon? Wir brauchen Pokémon-Technologie. Aber danke, dass sie uns alle erzählt haben. Ich stamme ebenfalls aus Skype, ja, wenn auch aus einer anderen Version davon. Das ist kompliziert, aber wichtig ist, dass sie jetzt Ruhe haben. Ja, ich hoffe nur, dass diese Kerle nichts Schlimmeres mit dem Buch anstellen. Eines steht fest, diese Kerle werden zu versuchen, zurück in unsere Zeit zu kommen. Und dazu brauchen sie Celebi. Nun, eigentlich brauchen wir Celebi genauso wie sie. Wir sollten schnell zu seinem Schrein zurückkehren, bevor wir ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit festsitzen. Toll. Weiß nicht, ob der ab da am Eingang noch der Mönch für uns betet. Damit wir geheilt werden. Hi. Ich spreche ein Gebet für dich. Schön. Dankeschön. Tschüss. So, Bebe. Wir Level 9. Okay. Also gibt es irgendwann eine Großtechnologie und die will Team Rocket natürlich für sich beanspruchen. Ich meine, es ist nicht überraschend, aber. Moment. Hört so oft an, die an Pokémon Schmerzen zuzufügen. Wir versuchen zu der Bewegung davon zu überzeugen, dass es uns in unsere Zeit zurückbringt. Das weißt du doch sicher auch. Aber nicht, wenn das Pokémon dafür leidet. Wir können es auch ganz einfach darum bitten. Darum bitten? Das ist dir Tibur aber gar nicht ähnlich. Also los, wir bringen uns zurück. Oder du bereust es. Huch. Hat es... Sind wir wieder nur Zeit? So, sehen Sie sich die Bäume an. Die Umgebung hat sich verändert. Sehr gut. Dann war ich mir dann los. Wir ziehen uns zurück. Ja, so, sollten wir die mitnehmen? Normalerweise wäre es ein Negativ-Telefon sehr nützlich. Ja, wir haben ihm zu viel zugesetzt. Es hält sich nicht mehr lange durch. Außerdem haben wir das Lumen. Das ist wertvoller als die zurück zur Basis. Dieses arme Celebi. Es ist schlimm verletzt. Wir müssen unbedingt was unternehmen. Ich werde es im Pokémon-Center bringen. Ich glaube, deine Pokémon brauchen genauso Heilung, oder? Ich schlage auf, wir treffen uns dort. Gut, ich sollte mich beeilen. Alter, was armes Celebi. Endlich, wir sind wieder zurück. Und wie geht es, Celebi? Können Sie mir zumindest einen möglichen Zustand geben? Nun, sein Zustand ist nicht mehr kritisch. Ich bin mir sicher, dass ich in der nächsten Stunde vollständig erholen wird. Wirklich? Das beruhigt mich. Gut, ich werde so lange warten. Ach, du hast es gehört, oder? Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Am besten warten wir bis... Oder Moment, verstehe. Du bist endlich in der Stadt, um mich zu einem Arena-Kampf herauszufordern, oder? Du hast mir geholfen und Zillemikel, also bin ich dir etwas schuldig. Zu warten wäre ohne nicht nur quälen. Also können wir genauso gut kämpfen. Aber sei gewarnt, die Wut, die sich in mir angeschaut hat, werde ich in unseren Kampf einsetzen. Ich sehe dich in meiner Arena. Schön! So, Leute. Den Kampf in der Arena werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Also, bis dann, Freunde. Ciao, ciao!